Hallo Jens, grüß dich. Hallo Kevin. Schön, dass du heute hier bist für unsere Zuschauer. Wir haben heute Jens Söhring hier zu Gast in unserem Förder-Me-Studio. Und Jens Söhring hat 33 Jahre in Amerika im Gefängnis verbracht wegen einer Tat, die er, wie er behauptet, nicht selbst getan hat und dementsprechend unschuldig ist. Ein hartes Schicksal, was Jens da getroffen hat. Jens, ich habe es mir selbst, seitdem wir uns kennen, öfters mal vorgestellt, wie es für mich wäre, wenn ich in einer ähnlichen Situation wäre wie du, der jetzt mit 19 Jahren wegen eines vermeintlichen Fehlers, den er begangen hat, lebenslänglich bekommt. Und das macht natürlich viel mit einem. Und darüber wollen wir heute reden, denn Jens wirkt heute als Mentor für Resilienz für Leute, die in ähnlichen, auswegslosen Situationen sind. So viel zur Einleitung. Jens, deine Geschichte hat ja generell sehr viele spannende Ecken und, ja, und Punkte einfach. Was war dein größter Tiefpunkt in der Zeit im Gefängnis? Ja, davon gab es nun wirklich eine ganze Menge. Zwei Tiefpunkte, die ganz am Anfang meiner Haftzeit geschahen waren. Die Anklage Kapitalmord, die erhoben wurde gegen mich, als ich noch 19 Jahre alt war. Kapitalmord in Virginia bedeutet, dass man unter Androhung der Todesstrafe steht. Und Virginia war damals in einem Wettlauf mit einem anderen US-Bundesstaat, Texas, wer die meisten Menschen hinrichten kann. Das war schon im Vorfeld eine Art Todesurteil. Und das ist ja auch zu vergleichen mit Menschen, die eine, zum Beispiel eine Krebsdiagnose erhalten oder so etwas. Das ist also nicht so anders. Man wird mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Ein weiterer Tiefpunkt kam dann 4 Jahre später, nach meinem Prozess, der mit einem Fehlurteil endete. Da gibt es diese Szene, die in den ganzen Dokus immer wieder gezeigt wird, wo der Richter mich dann fragt, haben Sie noch etwas zu sagen? Und ich antworte ziemlich pampig, I'm innocent, ich bin unschuldig. Und das ist auch ein Erlebnis, das war natürlich ganz besonderer Art, aber das Gefühl, dass man das Opfer von einer riesig großen Ungerechtigkeit wird, ja, das haben andere Menschen auch. Und wie man mit so einer Ungerechtigkeit fertig wird, wie man eine Zukunftsperspektive findet, das ist etwas, das macht mein Leben gar nicht so anders. Ich war einfach in einer Extremsituation, aber das Grundproblem, das war eigentlich das Gleiche. Ja, und es gab ähnliche Erlebnisse immer entlang dieser 33 Jahre, die ich da hinter Gittern verbrachte, wo ich Anknüpfungspunkte sehe zu Erlebnissen, die jeder Mann und jede Frau hier draußen in der Welt hat. Welcher Glaube hat dich dazu befähigt, die Zeit so durchzustehen, wie du es hast? Also wenn du jetzt spezifisch vom Glauben sprichst, ja, war ich ja eine Zeit lang auch sehr aktiv im Glauben. Also ich war aktiver Katholik und habe auch die Glaubensgemeinschaft im Gefängnis geführt. Aber ich glaube, was du meinst, ist etwas anderes, ein Glauben an eine bessere Zukunft. Nicht? Und das ist ja eine der 7 klassischen Säulen der Resilienz-Zielsetzung, dass man sich ein schönes Bild der Zukunft sehr detailreich ausmalt, damit man sich selber dazu motiviert, für dieses schöne Ziel zu kämpfen. Das war bei mir im Endeffekt nicht möglich. Ganz am Anfang meiner Haftzeit kam ja diese Androhung der Todesstrafe und meine Anwälte haben mir gesagt, ich habe so gut wie gar keine Chance, dir zu entkommen. Trotzdem musste ich weitermachen. Und dann kam 4 Jahre später das Fehlurteil gegen mich mit übrigens 2 lebenslangen Haftstrafen. Da hat der Richter angeordnet, ich soll eine nach der anderen absitzen. Das war nett von ihm. Auch da wurde mir dann gesagt, eine lebenslange Haftstrafe wird man in Virginia so gut wie nie entlassen. Aber es passiert manchmal. Mit 2 lebenslangen Haftstrafen, Junge, vergiss es, du kommst niemals raus. Also musste ich mich in beiden Fällen motivieren, zu kämpfen, ohne dieses schöne Ziel in der Zukunft, nämlich Gerechtigkeit und Freiheit. Du bist im Coaching-Gewerbe, du weißt, dieser Begriff Mindset, ja, wird belächelt. Und richtig, in vielen Fällen muss man ein bisschen darüber schmunzeln. Für mich ist es jedoch so, dass Mindset doch die zentrale Rolle spielte. Ich habe einen Kampfgeist entwickelt, um Widerstand zu leisten, auch wenn die Chancen verschwindend klein waren. So gering, dass ich sie gar nicht sehen konnte.
Und ja, das war notwendig für mich in dieser Extremsituation. Aber ich glaube, das ist etwas, was ich auch an meinen Kunden und Kundinnen weiterreiche. Wie motiviert man sich, wenn die Erfolgsaussichten sehr, sehr klein, fast verschwindend gering sind? Und das hat viel damit zu tun, dass man nur dann wirklich verloren hat, wenn man aufgibt zu kämpfen. Solange man jedes Mal wieder aufsteht, wenn das Leben einen niedergeworfen hat, ja, und man auf dem Boden liegt, hat man hier immer so ein bisschen die Wahl. Bleibst du liegen oder versuchst du es noch einmal? Ja. Ich habe es immer noch einmal versucht, unter anderem, weil ich es der Gegenseite einfach zeigen wollte. Ihr habt mich nicht klein gekriegt. Ich habe, glaube ich, 14 Anträge auf Entlassung auf Bewährung, 2 Anträge auf eine Unschuldserklärung, 2 Anträge für eine Haftüberstellung eingereicht. Alle Anträge ohne Ausnahme wurden alle abgelehnt. Ich wurde dann am Ende entlassen ohne Antrag, weil die andere Seite aufgegeben hat, weil ich nämlich immer wieder und wieder aufgestanden bin. Und das ist etwas, was ich für wichtig halte und was ich meinen Kundinnen und Kunden vermittle. Wie kämpfst du, auch wenn du nicht das wunderschöne Ziel vor Augen hast? Du hattest so gesehen keine Vision von einem besseren Leben. Es gab zumindest keine Aussicht darauf. Aber du hast dich da wahrscheinlich dann trotzdem in eine Art Fantasie hineingedacht, oder? Ehrlich gesagt, nein. Ich hatte mal eine Phase, und das war zwischen 2007 und 2010. Da lief mein erster Antrag auf eine Haftüberstellung. Das dauerte etwa 3 Jahre und das lief ganz gut. Und dann wurde tatsächlich ganz zum Ende dann, am 12. Januar 2010, wurde stattgegeben. Da gab es eine kurze Zeit, da habe ich mir erlaubt, auszumalen, wie würde meine Zukunft in der Freiheit in Deutschland aussehen. Und das hat ein demokratischer Gouverneur namens Tim Kaine ganz am Ende seiner Amtszeit, ganz am Ende gemacht. Einige Tage später übernahm sein republikanischer Nachfolger das Gouverneursamt und hat das dann rückgängig gemacht. Zum ersten Mal in der Geschichte Virginias, wo das so weit was geschehen ist. Und ich hatte eben diese eine Woche, wo ich von einer schönen Zukunft träumte. Und dann wurde das zerstört. Und das war für mich wahrscheinlich einer der Tiefpunkte meiner gesamten 33 Jahre. Gerade weil ich mir erlaubt hatte, eine Woche lang so ein bisschen von der Zukunft zu träumen. Und dann wurde es mir wieder weggenommen und ich musste 10 weitere Jahre kämpfen. Ja, und das war so hart, dass ich mir das nie wieder erlaubt habe, von einer schönen Zukunft zu träumen, um nicht wieder enttäuscht zu werden. In den Widerstand zu gehen und nicht aufzugeben, hat eine Ehre in sich. Und wenn man diesen Anspruch an sich selber hat, den ich hatte, ja, ein Ehrenmann zu sein, so bin ich ja in die ganze Sache reingekommen. Ich bin ja nur ins Gefängnis reingekommen, weil ich jemandem versprochen hatte, mich selber zu opfern. Dieses Versprechen habe ich gehalten, weil ich mein Wort halte. Und ja, diese Ethik hatte ich weiter. Ja, der Glaube an dich selbst, der hat dir geholfen, aber auch, so wie ich heraushöre, deine Prinzipienorientiertheit. Ja. Und ein Prinzip ist beispielsweise, nicht aufzugeben. Genau. Es war ja ein langer Weg für mich und ich bin alles andere als perfekt. Ich kam als 19-Jähriger ins Gefängnis rein und ich war sehr, sehr schwach. Ich wusste nichts von der dunklen Seite des Lebens. Mir war noch nie was Böses passiert eigentlich. Trotzdem musste ich irgendwie lernen, wie ich resilient werde, wie ich stärker werde. Aber ich habe auch viele Fehler gemacht. Die ersten 15 Jahre im Gefängnis, hört sich so leicht an, 1986 bis 2000, 2001, war ich vollkommen zerfressen von Selbsthass zum Beispiel. Ja? Ich hatte also nicht immer einen Glauben an mich selber. Ich habe sehr viele Jahre lang, habe ich mich selber intensiv gehasst und das musste ich erstmal überwinden. Wo kam der Selbsthass her? Ich hatte mich in die falsche Frau verliebt. Ich hatte das nicht erkannt und aus dieser Motivation heraus hatte ich Dinge getan, die unethisch sind und teilweise auch illegal. Ich habe die Polizei belogen und dazu hat mich niemand gezwungen. Das habe ich selber getan, weil ich den Held spielen wollte für eine Frau, die mich nie geliebt hat. Und wenn einem das klar wird, und das wurde mir langsam klar,
in den Monaten und Jahren nach meiner Verhaftung, oh Gott, du hast dich geopfert für einen Menschen, der dich verachtet. Die hat dich nie geliebt, diese Frau. Sie hat dich nur ausgenutzt. Und du warst zu blind, um das selber zu erkennen. Und jetzt hast du dein Leben zerstört. Du hast deiner eigenen Familie geschadet. Du hast sogar die Familie der Opfer geschadet, weil du nicht die Wahrheit gesagt hast. Und das ist alles deine Schuld. Denn du hättest, ich hatte diese Chance. So, und so habe ich mich selber da reingesteigert in diesen Selbsthass. Hartes Pflaster, ja. Jo. Es fängt ja tatsächlich damit an, seine eigenen Gedanken wieder ins Reine zu kriegen, um dann halt wirklich eine Kraft aus sich heraus schöpfen zu können, diesen Kampf zu führen. Und ich glaube, das ist die erste Frage, die in Richtung Resilienz geht. Wie hast du es damals geschafft, wieder konstruktiv im Umgang mit deinen Gedanken zu werden? Die erste Herausforderung für mich war ja, konstruktiv mit dem Umgang von äußeren Bedrohungen umzugehen. Ja? Mhm. Der Todesstrafe und dem Fehlurteil. Und ich hatte ja diese Erfahrung ganz am Anfang meiner Haftzeit, dass mir meine Anwälte gesagt haben, du wirst der Todesstrafe nicht entkommen. Wir können eine Berufung einlegen zum Europäischen Gerichtshof, aber das wird nicht klappen. Und dann entgegen den Erwartungen meiner Anwälte hat es dann doch geklappt. Die waren vollkommen überrascht und das hat die internationale Rechtsprechung geändert, dieses Urteil 1989 im Europäischen Gerichtshof. Aber niemand hat das erwartet. Und die große Lektion, die ich daraus gezogen habe, ist, nicht den Experten zu vertrauen. Ja, und gar nicht zu akzeptieren, was mir alle sagen. Wenn die alle sagen, du wirst hingerichtet werden, ich war der Einzige, der gesagt hat, probiert es trotzdem. Und es hat geklappt. Jedes Mal, als ein weiterer Rückschlag kam in meinem Leben, haben mir irgendwelche Experten gesagt, jetzt hast du aber wirklich gar keine Chance mehr. Und jedes Mal habe ich dann gedacht und gesagt, das habe ich alles schon gehört, wir probieren es trotzdem. So bin ich mit den äußeren Bedrohungen umgegangen. Wie ich mit meinen eigenen Gedanken umgegangen bin, mir war es sehr wichtig, innerlich aus der Opferrolle rauszukommen. Und das war für mich tatsächlich relativ leicht. Denn ich hatte ja ganz am Anfang einen schrecklichen Fehler begangen. Ich habe die Polizei belogen. Das war mein Fehler. Und deshalb konnte ich mich nie so richtig in die Opferrolle reinsteigern. Das wäre tödlich gewesen. Ja, glaube ich wirklich. Selbstmitleid und Opferdenken wäre tödlich gewesen. Aber dann kann man in diesen Selbsthass reinsteigern, den ich 15 Jahre lang hatte. Und dann habe ich angefangen zu meditieren. Das habe ich 10 Jahre lang gemacht, 9,5 Jahre lang habe ich sehr intensiv meditiert. Die richtige Meditation wird man mit den eigenen Gedanken und Gefühlen konfrontiert. Was ich da gelernt habe aus der Meditation tatsächlich, letzten Endes war ich ein total naiver, verliebter, unerfahrener 18-Jähriger, der gar keine Ahnung hatte und einfach nicht auf diese Situation vorbereitet war. Das anzuerkennen, dass mein Selbsthass nicht gerechtfertigt war, ja, und dass ich Fehler begangen habe, aber nicht böswillige Fehler und nicht bös motivierte Fehler. Ich habe einfach sehr schlechte Entscheidungen getroffen, aber ich war halt auch 18 und echt blöde. Absolut. Und diese Erkenntnis, ich habe mich nicht selber verziehen, aber ich habe anerkannt, dass der Selbsthass, in den ich mich reingesteigert hatte, nicht verdient war. Ich habe auch bewusst die Frage mit dem Glauben gestellt, weil seitdem ich dein Schicksal so ein bisschen kenne, habe ich mir ab und zu gefragt, okay, es gibt manchmal böse Dinge, die einem passieren. Ob es jetzt ein Schlaganfall ist, den du mit 24 bekommst und dann halt nicht mehr reden kannst oder deine Frau in einem Autounfall stirbt oder sowas. Das sind ja alles böse Schicksalsschläge, die etwas mit dir machen. Und da kommt es dann stark auf den Glauben an, weil mich würde das in meinem Glauben erschüttern. Und ich würde mir denken, warum passiert mir sowas? Ich dachte, ich führe ein, keine Ahnung, gottesgerechtes Leben oder bin halt ein guter Mensch. Ich bleibe von sowas verschont. Ich glaube, man kann von sowas einfach gar nicht verschont bleiben. Und wenn es einen dann trifft, dann ist man ja ganz schön erschüttert vom Leben. Also für mich war es so, ich habe ja vorhin diese Geschichte erzählt, wo dann 2010 meine Haftüberstellung nach Deutschland genehmigt wurde und eine Woche später wieder zurückgenommen wurde.
Ja? Und das hat mich tatsächlich so schwer erschüttert, dass ich meinen Glauben verloren habe. Mhm. Bis dahin war ich doch ziemlich sehr gläubig. Es können Dinge geschehen im Leben, die so traumatisierend und so schockierend sind, dass man zwar nicht als Mensch daran zerbricht, aber dass der Glaube an einen guten Gott daran zerbricht. Jedenfalls war es so für mich. Mhm. Ich habe 24 Jahre lang an Gott geglaubt, sagen wir mal. Aber das Problem ist, dass sie mich 33,5 Jahre im Gefängnis gehalten haben. Und mein Glauben hatte Grenzen und vielleicht sagt das etwas aus über die Schwäche meines Glaubens. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin auch nur ein Mensch. Und ja. das Problem, dass ein Gott, der gut ist und allmächtig ist, böse Geschehnisse und böse Dinge und böse Menschen in dieser Welt erlaubt. Ich denke aber, am Ende hat das vielleicht ja sogar einen Sinn. Und was würdest du sagen, welchen Sinn hatte es? Wie erklärst du dir die 33 Jahre im Gefängnis im Nachhinein? Die Sinnfrage ist eine ganz große. Und diese Welt kann sehr, sehr schön sein. Aber diese Welt kann auch sehr, sehr fürchterlich sein. Und wenn wir irgendeine Aufgabe haben, dann ist es die, uns gegenseitig beizustehen, wenn wir niedergeworfen werden und jemanden brauchen, der uns dabei hilft, wieder aufzustehen. Und mein unglaublich unfassbares Glück, und es ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich so lange an Gott geglaubt habe, ist, dass ich immer, von Anfang an, gab es immer Menschen, die sich um mich gekümmert haben und mir zur Seite standen und mir geholfen haben, jedes Mal, als ich niedergeworfen wurde, wieder aufzustehen. Und ich will dieser Art Mensch sein. Ich will ein Mensch sein, der anderen hilft, wenn sie stürzen. Stark. Und das wollte ich schon vor 40 Jahren, als ich zur University of Virginia gegangen bin, als Psychologiestudent. Und das Schöne daran, jetzt als Coach und Mentor arbeiten zu dürfen, ist, dass ich das jetzt eigentlich mache, was ich damals angestrebt habe. Klar, ja. Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen, und das tue ich auch. Aber wie mache ich das? Ich mache es, indem ich Menschen dabei unterstütze, die gestürzt sind oder sich so fühlen, als ob sie gestürzt seien oder irgendwie sich unfrei fühlen, wieder in den Kampf zu gehen, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Sehr stark, Jens. Das hast du wunderschön gesagt und ich finde, du hast damit die Frage auch perfekt beantwortet. Wenn ich das jetzt so höre, diese 33 Jahre im Gefängnis hatten einen ganz klaren Sinn für mich in deinem Leben. Vor allem, weil du schon vor diesem Schicksalsschlag den Sinn empfunden hast, anderen Menschen zu helfen. Und eigentlich, so glaube ich, passiert uns nichts wirklich zufällig. Aus dem größten Leid kann man eigentlich das größte Geschenk ziehen, wenn man daran nicht zerbricht. Und bei dir war es halt wirklich, dass du Resilienz derzeit nicht nur erforscht, sondern auch erprobt hast und jetzt halt eben in deinen besten Jahren eigentlich deinen Sinn erfüllst, als der Mensch, der du geworden bist und den du geschmiedet hast in dieser langen Zeit. Ja. Stark. Und da sind wir dann auch eigentlich schon direkt beim Thema Resilienz, um hier vielleicht nochmal ein paar Erkenntnisse zu teilen, wie du jetzt tatsächlich auf den Menschen zugehst und ihnen hilfst. Vielleicht, was bedeutet Resilienz für dich erstmal? Für mich persönlich bedeutet Resilienz Lebensrettung. Ja, ich wäre im Gefängnis gestorben, wenn ich diese Techniken nicht entwickelt hätte. Und darüber hinaus, ich habe ja die gleichen Strategien, die ich im Gefängnis eingesetzt habe, um dort zu überleben, habe ich auch hier draußen in der Welt, hier draußen eingesetzt, um mir ein neues Leben aufzubauen. Denn die sind ja universell einsetzbar. Und ich habe ja auch seit meiner Entlassung einige harte Dinge erleben müssen hier in Deutschland. Wirklich bittere Enttäuschungen, Angriffe, die ich nicht erwartet hatte. Mir ist auch hier draußen wehgetan worden. Aber damit kann man fertig werden. Mit den gleichen Strategien, die ich damals entwickelt habe im Gefängnis. Ja, das ist schon mal ein ganz guter Einstieg. Und welche Strategien sind das? Welche Strategien gibst du auch deinen Klienten mit an die Hand? Ja. Das Allerwichtigste und Erste ist, wir müssen uns Zeit geben, unseren Schmerz zu fühlen.
Wenn wir Schmerz unterdrücken und Verluste verdrängen, kommt das später wieder, diese Gefühle. Und zwar meistens auf eine nicht sehr schöne Art und Weise. Diese Phasen der Trauer von Elisabeth Kübler-Ross, ja, die ja die ursprüngliche Trauerexpertin war, sich das mal anzuschauen, welche dieser Gefühle sind bei mir gerade aktiv bei der Verarbeitung meines Schmerzes, meines Verlusts. Und das endet dann meistens mit Akzeptanz, dass man etwas verloren hat, dass man um etwas trauert. Ja? Und das ist ja der übliche erste Schritt, die erste Säule der Resilienz, ist die Akzeptanz. So steht es im Buch. Die 7 Säulen der Resilienz, Nummer 1, Akzeptanz. Ich sage meinen Kundinnen und Kunden immer, ganz vorsichtig sein. Lass uns das ganz vorsichtig anschauen. Was musst du wirklich akzeptieren und was musst du auf gar keinen Fall akzeptieren? Ja, das ist nämlich das ist der erste wichtige Unterschied. Und ein Beispiel. Ja, 2 lebenslange Haftstrafen. Ich musste akzeptieren, dass ich 2 lebenslange Haftstrafen erhalten habe. Das hat der Richter so gesagt. Die Schlussfolgerung daraus musste ich nicht akzeptieren, dass ich nie wieder aus dem Gefängnis rauskommen würde. Ja? Stark. Das Gleiche betrifft aber jemanden, der zum Beispiel ein Studium abbricht. Ja? Und dann von den Eltern hört, so, jetzt wirst du nie einen anständigen Job haben und du wirst nie anständig verdienen, geh mal zu Aldi. Es ist ein Fakt, du hast dein Studium abgebrochen. Es ist ganz und gar nicht ein Fakt, dass du nie einen anständigen Job haben wirst und nie anständig verdienen wirst. Das ist eine Schlussfolgerung, die drückt dir jemand drauf. Und da sind wir gleich bei einem weiteren Prinzip der Resilienz, der Netzwerkorientierung. Sei sehr vorsichtig, ja, bei der Netzwerkorientierung. Denn dein Netzwerk hat oft auch dazu geführt, dass du überhaupt in dieser Notlage reingekommen bist. Und die sind nicht immer daran interessiert, dass du wieder rauskommst. Ja? Deine Eltern meinen es gut mit dir, aber die sind auch enttäuscht, dass du dein Studium abgebrochen hast und wollen dir jetzt einen reindrücken, du wirst das nie schaffen, du wirst immer einen blöden Job haben, du hast versagt. Nö, stimmt gar nicht. Ne? Muss jedenfalls nicht stimmen, wenn du das nicht akzeptierst. Schön. Ja, Jens, jetzt ist die Zeit schon ein bisschen weiter vorgerückt. Es ist ein sehr spannendes Interview mit dir. Hast du noch etwas, was du zum Thema Resilienz teilen willst mit Leuten, die gerade vielleicht in ähnlichen Situationen emotional sind, wie du es warst? Was würdest du denen vielleicht noch mit auf den Weg geben wollen? Also, ich hoffe, dass mein Leben andere Menschen, ich hoffe, dass die ein bisschen Inspiration daraus ziehen. Gerade weil ich, als ich reingekommen bin ins Gefängnis, so schwach war und so naiv und so allein auch anfänglich, ja, und so jung. Und trotzdem habe ich es geschafft, es hat mich nicht gebrochen und ich bin kein besonderer Typ. Ich war ganz jung, ganz schwach, ganz klein am Anfang. Und wenn Jens Söhring das schaffen kann, ja, dann kann es wirklich jeder. Echt. Ich bin nichts Besonderes. Gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich war so super schwach. Wenn ich das schaffen kann, und das sage ich meinen Kundinnen und Kunden, wenn Jens Söhring das geschafft hat, dann kannst du das auch. Stark. Ja, Jens, wenn ich mit dir rede, habe ich immer so eine gewisse Gänsehaut, die ich spüre. Einfach aus diesem Schmerz, dem man sich bewusst wird, wenn man mit dir redet, der in der Welt existiert. Ja. Die Menschen laufen schon ein bisschen wie mit Watte gepackt durch die Welt, habe ich das Gefühl, und bewahren sich oft vor den Gedanken, dass es überhaupt etwas Schlimmes oder Dunkles geben kann. Und du bist leider auch ein Symbol irgendwo dafür. Leider nicht unbedingt, weil es natürlich auch wichtig ist, mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen, dass halt eben nicht alles immer lauwarm ist und sich dann eben auch auf solche Situationen geistig und mental vorbereiten kann. Denn Leid ist unausweichbar, auch in einer Gesellschaft, in der wir heutzutage leben, wo es eigentlich, ja, uns allen sehr, sehr gut geht, gibt es doch immer mal wieder Schicksalsschläge, die dann das Ganze sehr schnell wenden können. Und deswegen, ja, ist es immer sehr spannend mit dir. Danke. Vielleicht noch die Frage, was machst du jetzt am liebsten mit deiner freien Zeit in deiner Freiheit? Tatsächlich, in meiner Freizeit
mache ich das, was ich mir dann eben doch im Gefängnis erträumt habe. Ich habe im Gefängnis sehr viel Sport getrieben, ziemlich fanatisch. Und unter anderem bin ich auch gejoggt auf so einem Sportplatz. Immer im Kreis, immer am Stacheldrahtzaun entlang. Ja? Und jetzt kann ich gerade laufen, wo es grün ist. Im Knast gibt es keine Bäume. Es gibt kaum Pflanzen. Es gibt ein bisschen staubiges Gras, aber eigentlich gibt es keine Natur. Und jetzt kann ich in der Natur joggen. Und das ist wirklich eine wunderschöne Sache. Schön. Das hört sich sehr gut an. Cool. Jens, ich danke dir, dass du heute hier warst und deine Erfahrungen und Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Es hat Spaß gemacht. Es war sehr unterhaltsam, aber auch erkenntnisreich. Dann vielleicht auf eine zweite Runde und bis bald. Bis bald. Dankeschön.